Hallo Leute, willkommen zu Grand Ages Medieval. Heute erst rausgekommen, also am Tag, wo ich jetzt aufnehme. Ich hoffe, ich kann es heute noch hochladen. Ja, ich werde jetzt dieses Wochenende täglich von diesem Spiel ein Video veröffentlichen. Und dann soll das die Subnautica und World of Warships Tage übernehmen. Und ich würde sagen, wir tun jetzt ein neues Spiel starten. Nicht die Kampagne, weil du willst fast jeder spielen, glaube ich, jetzt persönlich. Und ich habe jetzt schon mich so ein bisschen durchgelesen. Und das ist, ich mag jetzt... Die Geschichte spielt in einer Region, das könnte nur 50 alle Möglichkeiten spielt und wird im Anschluss ein Freispiel machen. Nee, ich mag mit euch gleich ein Freispiel machen, weil wir von Anfang an gleich mal die Schwierigkeiten dieses Spiels übernehmen wollen. Ja, schauen wir nochmal, bevor wir anfangen, in die Optionen rein, was es da alles so gibt. Gameplay, Ereignisvideo an, Einheiten zentrieren, Spieltipps, Untertitel, vielleicht brauchen wir nicht, Spiel glaube ich sogar auf Deutsch, also der Trailer war auf jeden Fall, Gameplay, Scrollen am Bildrand, das ist eine coole Sache, und hier gibt es auch mal die ganzen Einstellungen, die man machen kann. Was haben wir hier, ja, Grafik, kann man sogar die Grafikkarte auswählen, mit der man spielen will, wie viel, ja, Monitor, das ist voll cool. Auflösung, ich habe jetzt hier auf 60 Hertz eingestellt, Interface aus, Details hoch, Darstellung und V-Sync habe ich ausgemacht, allein schon wegen Aufnahmen, V-Sync tut normalerweise das Spiel ein bisschen runter, tu mal die Musik so ein bisschen leiser schalten. Ja, die ist doch so hier, so schön im Hintergrund, so mit 28%, ist schön. Mehr Spieler, hier ist mein Account, der schaut so ein bisschen nach Hannibal Smith aus, deswegen habe ich ihn genommen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber ein neues Spiel endlich. Und wie schon gesagt, ich mag mit einem Freispiel machen, weil viele werden die Kampagne spielen. Und von bei mir aus könnt ihr gleich mal die Kampagne, das freie Spiel sehen, weil es doch sich ein bisschen wahrscheinlich unterscheiden wird. Also fangen wir gleich an. Ich schaue natürlich so aus. Tun wir das Schild mal gleich verändern. Das ist cool. Ich erwarte mir von diesem Spiel sehr viel. Also die Trailer waren episch. Tun wir die Schilder so machen. Bayerisch oder so. Ein bisschen so. Das finde ich ein cooles Schild. Schildfarbe. Was gibt's da noch für? Ah, was gibt's? Oh ja, ich bin Pferdefan. Übertreiben wir so ein bisschen. Hellgelb und schwarzes Pferd drauf. Ja, das schaut geil aus. Weiter. Spielwelt Europa. Asien, Mittelmeer. Ach so, der kann man sogar auswählen, wo man überall spielen will, oder wie? Europa ist komplett. Hä, was? Kontrahenten. Mach mal. 8 Stadtregion zufällig Skandinavien. Machen wir Deutschland, oder? Stadt zufällig. Das lassen wir wiederum jetzt zufällig Stadtkapital. Was? Nee, machen wir es ein bisschen schwieriger. Stadtkapital KI niedriger zufällig gleich höher. Komm, weil wir es noch nicht so kennen, fortgeschritten. Profi, also fortgeschritten, normal, Profi, was? Fortgeschritten, Profi. Normal, fortgeschritten, Profi. Wir nehmen normal, weil wir kennen uns noch nicht so aus. Details. Maximalpreis, normal, okay. Lass mal so alles auf normal. Also wir haben jetzt so ein bisschen was eingestellt. Und dann lass uns gleich mal ins Spiel starten. Ich bin voll gespannt. Ich freue mich schon, seitdem ich den ersten Trailer gesehen habe, drauf. Wir starten mit Nürnberg. Möchtest du gerne eine kurze Einführung in die Grundlagen der Bedienung kennenlernen? Du kannst diese Einführung jederzeit überspringen. Ja, okay. Machen wir es mal. Ist sehr groß, du kannst Menschen kontrollieren. Okay. Ah, okay. Das ist cool. Boah, geil, wie geil. Was? WASD kannst du die Bildschirmmaschinen raus zu einem Bildschirm bewegen. Okay, ja. Zoom einmal ganz nah an die Stadt heran, um geschäftiges Treiben zu beobachten. Drück mit der mittleren Maus. Die mittlere Maus, das ist. Warte mal. Hui kannst du auch verwenden. Ah, okay. Nice. Zoomen nun so weit heraus wie die Stadt. Ein Symbol. Auszuwählen. Führe eine Rechtsklick auf eine Position außerhalb der Stadt aus, um den Speer zu verschicken. Hä? Rechtsklick, ne? Aufsetzen! Ah, okay, cool. Sieht man den? Oh, schade, der ist wahrscheinlich zu klein. Schicke deinen Speer nun zur nahegelegenen Stadt Magdeburg. Bewege den Speer nachher. Wo ist, achso, ich soll den nach da oben. Liegt in der Nähe. Kann den echt sehen? Man kann den echt sehen, warte mal. Ich mag das jetzt nicht in Realtime.
Ich sehe das Pferd nicht. Da sieht man, ey, das ist voll cool. Aufsetzen. Müsste ja jemand. Das ist voll geil. Ich finde das cool. Die Stadt Magdeburg im Schlichtraum deines Speers liegt. Kannst du eine Station anklicken und Diplomatie öffnen? Diplomatie? Ach, da seid ihr ja. Ich hatte schon befürchtet, dass ihr hier vorbeischauen würdet. Ey, das ist aber nicht so nett hier, also mal bitte. Unterbreitet ein Angebot, in dem du mindestens bietest und ein Handelsangebot forderst. Ein Angebot? Na, was das wohl gibt. 16.000, das bietet mir 17.000 Gold. Okay, und ein Handelsabkommen. Vorschlag. Nicht schlecht, euer Angebot. In Nürnberg wartet euch ein Händler auf eine Aufgabe. Wähle den Händler, neben dem Stadtnamen klickst. Beachtet, dass der Stadtname nur angezeigt wird, wenn du etwas herausgesucht hast. Also die Einführung finde ich schon mal nicht schlecht. Dann darfst du schon mal hier hingehen. Ja, ist gut. In der Stadt gibt es mehrere Gebäude. Ja, okay. Was kann ich jetzt machen? Karren organisieren, Route planen. Letzte Stadt löschen, Stadt hinzufügen. 1, 2. Ausgeglichen. Route kopieren. Planungsmodus verlassen. Route Einstellungen. Nürnberg. Ja, Gebäude, mit dem du wichtigste. Das wichtigste Gebäude ist dein Konto. Stadtklick. Mann, warte mal, ich kann das. Stadtgebäude in der Mitte. Ah, okay. Alter! Für die Stadt hier kannst du auch deine Produktion verändern, indem du Warenbestand der Stadt prüfst und Warenhandel aus sofern du. Also, ist das produzieren oder was? Verschieden, was wir produzieren? Bestand der Stadt. Preise. Händler. Durchschnittspreis. Okay. Produktion. Ah, guck mal, hier kann man schauen, was wir alles schon produzieren. Was ist das? Produktionspreis pro Fass. Anteil einer Produktion in dieser Stadt bezogen auf die Städte. Ach so, oh, das ist cool. Produktion pro Woche, schau mal an. Aha. Schau dir einmal die verschiedenen Bereiche an. Übersicht. Schaut so aus, als ob wir steigen würden. Blütezeit steht hier. Soldaten in der Versorgungsrat. Okay, Karren in der Stadt. Gasthof, Gebäude in der Stadt. Ach so, okay, da kann man gucken, was alles schon in der Stadt gibt. Das ist cool. Verbrauch. Produktion der Stadt in 10 Wochen. Verbrauch durch Einwohner pro 10 Wochen. Ah, das ist cool. Also das brauchen sie im Grunde alle. Verbrauchen sie. Und das ist, was wir produzieren. Alle Städte. Alle Größe, die genau links ist. Hä? Was? Wie? Mit ausgeglichenen Händlern kannst du zwischen Städten und Händlern Waren. Was? Wechsle nun zu dem Zerhandeln und verkaufe. Kaufe 50 fast Ziegel, indem du die andere ins linke küsst. Und den Maus ja nach rechts bewegst. 50 soll ich kaufen, ne? Nein, nicht 60. Heiße! Nein, 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 nein! 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 So. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage gilt, steigt der Preis der Waren in der Stadt. Knapp ist da der Vorrat, so wird mittels Volksbalken neben der Ware angezeigt. Schließe nun den Stadtdialog. Okay. Schicke deinen Händler nun nach Magdeburg, indem du auf die Stadt rechts. Ich glaube, ich war ein bisschen zu voll, ich kann es sein. Auf die Stadt rechts klickst. Rechts klickst. Du kannst. Was? Achso, indem du auf die Stadt Magdeburg rechts klickst. Schon unterwegs. Ah! Okay, und der ist jetzt unterwegs. Das ist mein Händler. Okay. Du kannst die Zeit beschleunigen, indem du Leertaste drückst. Ach, das ist ja cool. What? Ist das eine Brücke? Ach, das ist eine Furt noch! Boah, das Spiel ist ja voll gut. Kann ich das weiter vorspulen? Achso, ich muss Leertaste gedrückt halten. Okay. Ach, und da gibt es dann die Nebenstraße und die Hauptstraße.
Okay. Öffne nun die Stadt von Magdeburg und verkaufe 50 Fass Ziegel. Dazu musst du deinen Händler aus. Ach so, das nehme ich. Ah, ich glaube, ich check das Spiel. Ich glaube, ich check's. Ich check's. Yay. Die allgemeine Spielgeschwindigkeit kannst du im HUD einstellen. Wähle eine niedrige Zeit, damit du nicht entgeht, während du über deine nächsten Schritte nachdenkst. Die Geschwindigkeit nun auf 0,1. Neben der Spielgeschwindigkeit, während deine Einheit angezeigt, die gerade keine Aufgaben haben. Du kannst auf die Symbole neben der Zahl klicken, um durchzuschalten. Das ist meine Stadt, die hat nichts zu tun, oder was? Das ist mein Händler. Das ist mein Soldat. Okay. Zwei kurze Einleitungen noch, dann endet diese kleine Anführung. Unten rechts. Spieltipps, findest du Informationen? Okay, cool. Spiel findest du ganz grundlegend. Hier hast du viele Sachen zu tun. Okay, verstanden. Okay, verstanden. Cool. Ja. Was ist das? Obelisk. Warte mal. Speer. Speer. Guck mal das mal. Bitte guck dir mal. Ach, das ist jetzt fast schon Real Life, kann das sein? Alter, mach mal auf Normalschwindigkeit wieder. So. Diese Einheit erreicht den Obelisken und durchsucht die Umgebung. Plötzlich öffnet sie und findet einen Goldschatz. Alter, wie cool ist das Spiel denn? Ich mag das Spiel jetzt schon. Das sind Schafe, kann es sein? Ja, ich habe jetzt beschlossen, Grand Ages zu spielen. Kann weil das Spiel einfach cool ist. Kann ich hier was bauen? Warte mal. Produktion. Überproduktion. Ah, okay. Produktion. Wir produzieren. Und da steht hier Überproduktion. Okay, bedeutet, wir sollten die Produktion da vielleicht auf 90 senken. Verbrauch. Hier sieht man die momentane. Wir können mal. Wo ist unser Händler? Händler? Wie viel haben wir denn? 31.000. Warte mal, kannst du hier so ein bisschen was mitnehmen? Handel? Händler in der Stadt. Ja, ich würde aber gern kaufen. Wir können doch bestimmt 7 von dem Zeug einpacken. Und mal 20 von dem. Gut, passt. Und dann gehst du, mein lieber Händler, wieder nach Hause. Mit Vergnügen. Komm. Ich mag das Spiel jetzt schon, das ist voll cool. Liegt in der Nähe. So. Jetzt klicken wir auf unseren Händler. Gehen dann hier rein auf Handel. Und dann hat der doch jetzt hier, glaube ich, das alles dabei, ne? Genau. Und da wir so eine große Überproduktion haben, können wir ja im Grunde mal, wie viel? Kann maximal 100 Stück mitnehmen. Okay. Nein, das war Holz, scheiße. Holz produzieren wir nicht über, aber wir produzieren das hier über. Noch mehr einpacken? Scheiße. Aber du kannst jetzt nochmal, wir tun das nochmal dahin. Mit Freude. Fahr nochmal darüber, bitte. Kann ich da irgendwie auch so eine feste Route machen? Routeneinstellung. So, dann gehen wir hier drauf. Wir können hier draufklicken und Handel. Und dann kann ich bestimmt das hier gut verkaufen. Für 6.000. Nice, gut. Dann reitest du schon mal wieder nach Hause, bis wir dann irgendwann ein paar eine coole Einstellung haben. Getreidedorf. Produktion festlegen. Okay, gut. Wir produzieren Schafzüchter. Cool. Eine Kaserne würde ich gerne bauen. Die kostet mich 40 Holz. Das da. Du kannst dieses Gebäude in Auftrag geben. Bauen! Ich würde auch gerne eine Kapelle bauen. Nein, das wird nicht mehr reichen. Okay. Sieht man auch irgendwo die Kapelle, wie die gebaut wird? Ist die Kaserne, die ist schon fertig. Diese Bäume befinden sich derzeit in Bauzeit. Dauern von Wochen. 15 Wochen dauert das, okay. Ach, da kann ich die Geschwindigkeit mal 10 machen. Das ist ja cool. Warte mal, kann ich hier mal 3 machen und dann drauf drücken? Ne, geht auch maximal nur 10. Okay, schade. Und wie schnell vergehen da die Wochen? Bin ich schon in Woche 36? 37? 38? Wenn ich jetzt hier draufklicke, steht dann noch 9.
Kann ich auch irgendwie Siedler oder sowas machen? Vielleicht wäre es doch gar nicht so schlecht gewesen, die Idee, ach, wahrscheinlich kann ich die in Kaserne ausbilden. Gasthof, große Burganlage. Aha. Gasthof. Ah, guck mal, hier. Anwerben, was bist du nun? Händler? Ein Siedler, guck mal. Anwerben. Einheiten, Limit erreicht. Du kannst keine weiteren Siedlereinheiten bilden pro Stadt, die du kontrollierst. Darfst du je einen Händler, Siedler und Bautruf in deinen Diensten haben? Warte Wollt ihr mal. ein Spielchen wagen? Willkommen. Was kann ich für euch tun? Karren. Okay. What? Was ist denn das Spiel? Hä? Was? Ihr seid am Zug, setzt euren Stein. Ihr seid im Zug, setzt euren Stein. Was? Ich verstehe das Spiel gerade noch nicht so ganz. Setzt euren Stein. What? Nice! Was? Hä? Ich verstehe. Was? Ich verstehe das Spiel nicht! Erklär mir jemand das Spiel! What? Nein! Lass das! Was machst du? Voll komisch. Lol, so geht das Spiel. Scheiße, okay. War lustig. Okay, ich habe wohl irgendwie schon einen Dings in der Stadt drin. Wo sehe ich denn das? Übersicht. Hä? Wo sehe ich das? Was habe ich denn in der Stadt drin? Ich will einen Siedler haben. Händler in der Stadt. Truppen in der Stadt. Nur in Kampf möglich. Truppen verfügt im maximal nicht zu einer Einheit auflösen. Okay. Routeneinstellungen. So. Diese Route funktioniert wie der Typ ausgeglichen. Okay, was? Anorganisieren. Einheit auflösen. Route aktiviert. Ach, handelt der jetzt oder was? Warte mal, jetzt machen wir. Jetzt schauen wir uns auch in dieser Folge schnell an. Die tue ich auch gleich rendern und schauen, dass ich hochladen kann und danach werde ich nochmal aufnehmen. Was macht er jetzt da? Verkauft er und verkauft er einen oder was? Das ist ja cool. Das finde ich cool. Das mag ich. Der lädt immer wieder auf. Der Händler erreicht maximale Auslastung. Ja, aber der macht Kohle, glaube ich. Entwicklung. Ach, guck mal, Entwicklung. Bitte. Ja, bestätigen. Bestätigen. Militär. Ich hätte natürlich gern einen Schwertmann. Bonus gegen Stabwaffen. Scheiße, dafür fehlen mir erst wieder Punkte. Akademie. Infrastruktur. Ach, guck mal, da kann ich dann hier erweitern die Türme und weiß der Kuckuck was. Chronik. Dein Imperium. Einheiten und Städte. Dorfmeister, Bilanz. Die haben viel mehr. Was ist das? Sympathie. Ich bin bei Sympathie ganz oben, aber dafür. Okay, die haben aber auch alle nur eine Stadt. Anzahl von Betrieben. Ich habe nur 5 Betriebe. What? Ich habe dafür mehr Soldaten als ihr. Nee, die hat mehr. Ich werde bald eine neue Stadt gründen und dann mache ich euch alle zugrunde. Bauhof, Statue, Depot, Kloster, Produktionskosten, Produktionserlös, Gebäudekosten, Summe. Heiße. Achso, weil ich baue, glaube ich, wahrscheinlich. Okay. Aber die Folge wird schon ein bisschen lang. Wir speichern mal das Spiel hier ab, damit ihr auch seht, dass ich es abspeichere. Neuer Spielstand. Speichern. Wie viel soll das Spiel sein? Nein, raus da! Let's Play Dorf heißt es jetzt. Let's Play Dorf. So, Spiel wird gespeichert, Schatz, ja?
Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir noch ein Like da. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wie wir unser Imperium langsam zum Weltmacht erbauen. Ja, mir fällt gerade nicht wirklich viel ein. Lasst mir noch mal einen Kommentar, was ihr von dem Spiel haltet. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen ich an diesem Wochenende veröffentlicht werde. Auf jeden Fall viele, weil ich das Spiel einfach geil finde. Und ich werde wahrscheinlich jetzt ziemlich viel auch von dem produzieren jetzt erstmal. Weil es natürlich frisch rausgekommen ist. Werde auch, nachdem ich das jetzt hochgeladen habe, gleich voll produzieren, damit ich heute Nacht alles rendern kann und morgen hochladen anfangen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir noch ein Like da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, würde ich mich über ein Abo freuen. Tut nicht weh und kostet auch nichts, soweit ich von YouTube weiß. Ihr könnt natürlich auch nachfragen, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, da kriegt ihr dieselbe Antwort. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage ciao.